Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich versuche, die Debatte mal wieder auf die Sachebene zurückzuführen. Ich finde es im Übrigen, Herr Hegemann, das kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen, dass Sie hier immer persönliche Beleidigungen anbringen, ja nicht nur hier, sondern auch im Innenausschuss. Ich finde das, unmöglich, und das sollte aus meiner Sicht auch kein Mittel einer politischen Auseinandersetzung sein. Ich frage mich, was für ein politischer Anspruch bei Ihnen eigentlich besteht, wenn Sie so vorgehen. Aber egal, kommen wir zur Sache. Zu diesem Antiterrorpaket der Bundesregierung hat es ja im Vorfeld schon viele kritische Stimmen auch gegeben, sowohl zu inhaltlichen Aspekten als auch zum Verfahren selbst. Und deshalb will ich auch noch mal was zum Verfahren sagen im Bundestag. Einbringung und Beratung im Bundestag sind ja innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen worden, innerhalb von 2 Wochen. Das bei so einem Riesenpaket, was unsere Sicherheitsgesetze betrifft, finde ich ehrlich gesagt nicht angemessen. Morgen steht der Gesetzentwurf schon abschließend zur Beratung auf der Tagesordnung des Bundesrats. Und ich will auch noch mal an den Eklat im Bundestagsinnenausschuss erinnern, wo ja nur Vertreter der Sicherheitsbehörden als Sachverständige geladen waren, obwohl es um weitreichende Befugnisse der Sicherheitsbehörden geht. Finde ich ehrlich gesagt auch problematisch. Das muss im Bundestag behandelt werden. Ich will hier nur anmerken, es hat ja auch aus meiner Sicht zu Recht Kritik im Vorfeld, oder nicht nur im Vorfeld, sondern auch während des Verfahrens gegeben, wie das im Bundestag behandelt wurde. Aber zum Inhalt. Der Piratenantrag bezieht sich ja vor allen Dingen oder eigentlich nur auf das Thema Identifikationspflicht für Telekommunikationsanbieter, und das, obwohl es noch mehrere wesentliche Änderungen in diesem Gesetzentwurf gibt. Man muss feststellen, rechtlich ist es so, dass schon heute Telekommunikationsanbieter bei der Vergabe von Telefonnummern Daten der Kundinnen und Kunden erheben und deren Bestandsdaten sichern. In diesem Gesetzentwurf, der morgen auch im Bundesrat sein wird, ist jetzt vorgesehen, dass darüber hinaus für Prepaid-Angebote eine Überprüfung der Angaben der Kundinnen und Kunden durchgeführt und die Prüfung durch die Datenspeicherung der Angaben auch noch dokumentiert werden soll. Und hier entstehen aus unserer Sicht, aus grüner Sicht, neue Risiken für die Datensicherheit der Kundinnen und Kunden, was wir problematisch finden. Was wir auch problematisch finden, ist, dass ja derzeit vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde vorliegt gegen diese Registrierungspflicht von Prepaid-Kartenkäufen. Die Bundesregierung, ich habe das gerade noch mal nachgeschaut, die Bundesregierung ist aufgefordert, bis Mitte Oktober eine Stellungnahme vorzulegen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf den Ausgang des Verfahrens. Aber, und das ist auch meine Kritik an den Piratenantrag, diese Identifizierungspflicht ist ja nicht die einzige und noch nicht mal die problematischste neue Regelung in diesem Antiterrorpaket. Es gibt ja noch weitere, und deshalb finde ich Ihren Antrag hier ehrlich gesagt auch etwas kurz gegriffen. Die anderen beiden wesentlichen Änderungen, auf die ich eingehen will, es gibt aber noch mehr, aber die beiden, auf die ich eingehen will, ist einmal die Rechtsgrundlage für gemeinsame Daten des Bundesamts für Verfassungsschutz mit ausländischen Geheimdiensten. Da ist es so, dass wir Grüne natürlich das Ziel teilen, dass man zu einem besseren Informationsaustausch zwischen den Geheimdiensten im Hinblick auf die Gefahren des internationalen Terrorismus kommt. Aber auch hier bestehen bereits heute Rechtsgrundlagen für die Übermittlung an ausländische Geheimdienste, die auf Einzelfälle beschränkt sind und eben nicht auf eine automatisierte Übermittlung. Dieser Gesetzentwurf, der uns jetzt vorgelegt wurde oder dem Bundestag vorgelegt wurde, muss ich ja richtigerweise sagen, bedeutet an dieser Stelle einen Paradigmenwechsel, weil er eben eine automatisierte Struktur des massenhaften Datenaustausches ermöglicht. Und das finden wir als Grüne schwierig, und das haben wir im Bundestag auch ganz klar abgelehnt. Und zum anderen, der zweite Aspekt, auf den ich noch eingehen will, ist die Regelung zum Einsatz von verdeckten Ermittlern bei der Bundespolizei. Das, obwohl ja momentan auch noch der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU tagt und ich davon ausgehe, dass es dazu auch noch Bewertungen geben wird und ich auch die Eilbedürftigkeit für diese Regelung jetzt ehrlich gesagt nicht sehe. Da hätte man sich aus meiner Sicht noch mehr Zeit für nehmen müssen. Diese Punkte greifen Sie in Ihrem Antrag leider nicht auf. Ich finde, sie müssen aber in dieser Debatte genannt werden, auch um ein vollständiges Bild über diesen Gesetzentwurf zu zeichnen. Uns fehlt es hier ehrlich gesagt in diesem Antrag, aber ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer.